Willkommen, meine lieben Freunde, zum sechsten Spieltag des BPPs, des Baby-Pokémon-Plateaus. Es geht ran gegen das Team Swag Machine, geleitet vom lieben Mika. Und wir müssen das auf jeden Fall gewinnen. Denn sonst haben wir ein paar Probleme, um in die Playoffs zu kommen. Und deswegen müssen wir das gewinnen. Letzter Spieltag ist ja ein bisschen unglücklich verlaufen und so weiter und so fort. Also muss ein Sieg drin sein. Auf jeden Fall haben wir hier am Start, wie habe ich das hier betont, ich weiß es nicht, ein Quabbel mit dem Evoliten, ein Bauchtrommel Bärensaft Magby, ein Bärensaft Magnetilo, ein Sinelbären Sandan, ein Snubbull mit der Giftbeere, Grazbeere heißt sie auf Deutsch, und dann noch zu guter Letzt ein Evoliten Praktibike. Mal sehen, ob sich diese Pokémon hier gut anstellen werden und ob dieses Team es richten kann. Ich bin auf jeden Fall aufgeregt. Das wird kein einfacher Kampf und ich will das, wie gesagt, gewinnen. Mika ist kein direkter Konkurrent zu den Playoff-Plätzen. Er steht aktuell 1:4, aber das muss halt überhaupt nichts heißen. Er hat letzte Woche gegen Ede sehr, sehr stark gewonnen und das wird kein einfacher Kampf, denn er hat ein gefährliches Team, was wir auch direkt sehen. Und zwar sehen wir hier ein Hutsasas Vorentwicklung Fungus auf Englisch, das heißt auf Deutsch Tarnpignon. Dann haben wir noch ein Monozyto, ein Panflam sowie Elekid, Zorua und FM. Also wirklich so ziemlich die größten Threads, die er dabei hat oder die er hätte mitnehmen können, hat er dabei. FM ist auch ein sehr großer Thread, darauf muss ich ein bisschen aufpassen. Das wird nicht einfach, Leute. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass er FM nicht mitnimmt. Aber natürlich nimmt er es mit, ist halt ein starkes Pokémon gegen mich. Ich habe halt natürlich ein gutes Feen-Pokémon auf den Orkan, wird er aber auch nicht ordentlich reinkommen. Ja, was hat er nicht dabei? Er hat Mankey nicht dabei, das finde ich auf jeden Fall interessant, aber ich habe Quabbel, deswegen kann ich das durchaus verstehen. Er hat Araquanid nicht dabei, das finde ich tatsächlich sehr nice. Ja, und sonst hat er noch Lavita und Bidiza nicht dabei, was ich sehr gut nachvollziehen kann. So, was ist mein bester Lead gegen dieses Team hier? Magnetilo wäre ein guter Lead, weil das Problem ist, Zorua ist halt immer sehr gefährlich, weil ich kann ja nicht einschätzen, was für ein Zorua das ist, beziehungsweise als was sich Zorua getarnt hat. Deswegen überlege ich, dass ich einfach mal mit meinem Magnetilo leade. Ja, ich glaube, das ist hier tatsächlich der Play. Das Problem ist halt, wenn er mit Zorua leadet, kann er einfach auf Abschlag gehen. Aber groß verändern kann ich das auch nicht wirklich. Aber ich sehe es halt nicht. Das ist das große Problem, weil es halt als irgendwas tarnen kann. Und Zora ist immer gefährlich in Draft liegen. Weil das macht die Mindgames nur noch schlimmer. So, mein Gameplan ist es, die Tarnsteine zu legen, beziehungsweise ein Team anzuchippen und dann mit Magby zu gewinnen. Denn Bauchtrommel Magby kann so ziemlich alles wegböllern. Auch vor allem mit Tempo-Hieb besiegt es eigentlich alles auf plus 6. Deswegen will ich halt erst recht die Tarnsteine legen. So, er leadet mit seinem Tarnpignon. Oh, ich habe was. Wir haben fast falsch eingestellt. Auf Level 50. Upsi, mein Fehler. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind wieder zurück nach einem Schnitt. Ich war blöd und hatte nicht die richtigen Kampfregeln ausgewählt. Normalerweise habe ich immer drauf geachtet und diesmal war ich einfach Brain AFK. Aber ist ja nicht allzu schlimm. So, wir haben ja den Lead von Tarnpignon gesehen. Ich bin mir aber sehr sicher, dass das nicht Tarnpignon ist, sondern Zorua. Denn Zorua ist sowieso immer ein ganz guter Lead oder Zoroark auch. Und die Sache ist, dass ich es weird finden würde, wenn er mit Tarnpignon gerade leaden würde. Das wäre ein sehr, sehr komischer Lead. Vielleicht noch für die Pilzspore. Deswegen bin ich mir sicher, dass es auf Abschlag geht. Aber andererseits habe ich hier wirklich einen Play, außer Voltwechsel drücken. Will ich irgendwas in den Abschlag reinwerfen? Ich könnte auch überlegen, Snubbull reinzuholen. Das wäre eine Option, weil er wird hier nicht auf die Matschbombe gehen. Das wäre durchaus machbar. Und dann geht er halt vielleicht auf die Pilzspur oder so. Aber das sehe ich halt irgendwie nicht. Die Frage ist, ist es so wichtig, dass ich meinen Bärensaft behalte? Weil danach kann ich ihn nicht mehr recyceln. Das ist schon eine wichtige Sache, ne? Das darf man nicht einfach so außer Acht lassen. Weil wenn das weg ist, dann ist Magnetilo nur noch halb so stark mit dem Set hier. Andererseits ist es halt auch nervig, wenn jetzt hier Abschlag auf mein Snubbull drückt. Ich könnte es aber, glaube ich, verkraften. Ich glaube, ich gehe auf Snubbull und scoute. Ja, ich scoute, ob er Abschlag hat. Ich glaube, das ist der Play. Vielleicht hat er ja auch Pilzspore, dann ist die schon mal weg. Also habe ich schon mal einen Sleepfodder. Abschlag, okay. Es ist ein Zorua, okay. Das ist gut zu wissen.
jetzt meine Grazbeere weg, aber wir haben jetzt schon mal die Informationen und ich kann jetzt erstmal auf Raub drücken, was halt auch sehr nice ist. Das war auch mein nächster Gedanke. Wenn ich mein Item verliere, bekomme ich jetzt einen Raub raus. Und das ist natürlich eine gute Sache. Moment, sein Z-Move-Nutzer war doch Elekid, ne? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber... Nee, das war... genau, Pampam. Pampam sag ich schon. Pan, nicht Panchim, sondern wie heißt es? Panflam. So. Gut. Das heißt, aber ich glaube nicht, dass er in Panflam hier geht. Das heißt, wir drücken hier jetzt Raub und klauen einem Pokémon das Item. Natürlich wäre es cool, wenn wir sowas wie Tampignon jetzt bekommen. Weil wenn er Tampignon reinwechselt, dann können wir dort halt einen Raub rausbekommen, den Evoliten ihm klauen, was super nice wäre. Und dann einen Feuerschlag rausholen, was über 50% machen würde, weil er dann kein Evoliten mehr hat. Also ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz gute Situation für mich. Und da habe ich tatsächlich den Abschlag ganz gut gelesen. Das freut mich auf jeden Fall. Aber er bleibt interessanterweise drin, ist aber langsamer, was mich gerade auch sehr wundert. Also es ist Zoroa, wer hätte das gedacht? Wir klauen uns das Item. Fokusgurt, okay, das bringt uns nichts. Konter! Deswegen ist er langsamer. Ja, ergibt Sinn. Ergibt sehr, sehr viel Sinn. Ja, Fokusgurt bringt uns natürlich jetzt hier definitiv gar nichts mehr. Kid Feuerschlag ist jetzt die Frage, ne? Zoroa. Zoroa gegen Snubbull. Ich glaube nämlich nicht, dass das killt. Ich meine, Zoroa ist sehr anbalk. Ja, Feuerschlag wird nicht killen. Erdbeben leider auch nicht. Er wird halt jetzt, glaube ich, rauswechseln, aber ich glaube, wir gehen hier straight auf Playruff. Wobei, vielleicht bleibt er auch einfach drin, denkt, dass er mich killen kann. Ich gehe hier auf Knuddler. Ja, er wechselt raus, okay. Schade. Yukihira kommt rein. Das ist ein Panflam, interessanterweise. Alter, wäre ich auf Erdbeben gegangen. Ja, GG. GG. Okay, er geht in das Ding hier. In seinen Z-Move-Nutzer, ne? Der ist halt gefährlich. Der ist durchaus sehr gefährlich. Er könnte hier die Tarnschirne rausholen. Und ganz ehrlich, ich will nicht, dass er die Tarnschirne rausholt. Dann sack ich hier lieber im Fall der Fälle Snubbull, als dass er die rausholt. Ich meine, wir können schon mal aufschreiben. Zoroa mit Abschlag, Konter, kein Item mehr. Das ist wichtig zu wissen, kein Item. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass er auch schon ordentlich, aber er hat schon ein bisschen Schaden gefressen, sodass ich halt weiß, okay, wenn er nochmal reinkommt und irgendwie eine andere Verwandlung hat, dass ich weiß, okay, der ist immer noch Zoroa, ne? Okay, ich glaube tatsächlich, dass ich mich hier für Erdbeben entscheiden werde. Weil ich könnte mir vorstellen, dass er hier auf Tarnschirne geht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er hier den Z-Move freiböllert oder so, losböllert oder so, keine Ahnung. Deswegen glaube ich, gehen wir jetzt hier auf ein Erdbeben. Komm, bitte, gib mir die Tarnsteine. Die Tarnsteine, sehr nice. Die kann ich nämlich wegbekommen, damit habe ich kein Problem. Die kann ich im Fall der Fälle wegbekommen. Sehr, sehr gut. Damit ist dieser Thread schon mal erledigt. Snubbull bekommt einen Kill. Und ja, das wird natürlich dieses Panflam nicht überleben. Es war ein Crit, der hat nicht gemattert. Ihr habt ja gesehen, wie viel Knuddler gemacht hat. Der ist resisted. Und Erdbeben ist ein sehr effektiver Move mit 100 Base-Stärke. Das ist ein easy KO auf einem Panflam. So. Wir haben jetzt noch trotzdem sehr viele Threads vor uns. Aber wir haben jetzt schon mal Informationen. Und Informationen in Draft-Formaten sind Gold wert. Wenn du weißt, okay, Zoroa ist das Pokémon und hast auch ein bisschen was vom Moveset gesehen, ist das schon mal sehr praktisch, weil sonst hätte der mir damit nochmal im Laufe des Matches einige Streiche spielen können. Kann er immer noch machen, aber jetzt weiß ich schon mal ein bisschen besser, was da auf mich zukommt. Jetzt ist natürlich die Frage, womit will er mich jetzt am liebsten Revenge gehen? Will ich Snubbull dann überhaupt abwerfen? Ist auch dann so eine Frage, die ich mir stellen muss. So, also auf jeden Fall, Panflam ist besiegt. Und hat die Tarnsteine gelegt. Das heißt, die Tarnsteine liegen bei uns. Das schreibe ich lieber sicherheitshalber alles auf. Denn ich will heute keine Fehler machen. Ich möchte diesen Kampf unbedingt gewinnen. Wir müssen diesen Kampf eigentlich schon fast gewinnen. Denn sonst haben wir ein großes Problem. So, Killua kommt rein. Das Elekid. Elekid ist durchaus ein Problem. Vor allem, weil ich es aktuell noch nicht einschätzen kann. Er könnte speziell oder physisch spielen. Da hat er viele Optionen. Deswegen lohnt es sich jetzt wirklich, irgendwas anchippen zu lassen. Ich meine, ich könnte in Pauli reingehen, aber Kraftreserve Pflanze ist so ein Ding. Ich könnte in Timotilo reingehen. Aber ich glaube, ich würde mich fast sogar dafür entscheiden, das hier zu opfern.
Ja, Pauli brauche ich auf jeden Fall, um die Tarnscheine zu legen. Die sind, wie gesagt, sehr wichtig. Wobei, wir haben jetzt schon mal gesehen, ein Fokusgurt hat er auf seinem Dingens gehabt. Auf dem, wie heißt das Ding? Nicht Panflam, Zoroa. Nein, und die Sache ist, FM könnte noch einen Wahlschall haben. Das heißt, da muss ich auch ein bisschen vor aufpassen. Damit könnte ich mich auch noch rechnen, weil plus 6 Tempo wird kein Wahlschall FM besiegen. Das heißt, da könnte ich dann auch noch nicht mit durchsweepen. So, ich glaube, aber ich entscheide mich sogar dazu, jetzt hier den zu opfern und auf Erdbeben zu gehen, ja. Um Informationen zu bekommen. Voltwechsel, okay. Interessant. Das sollte mich nicht killen, oder? Ja, wir überleben es mit einem KP tatsächlich. Das war nicht der Fokusgurt. Er kann jetzt hier natürlich FM reinholen. Tut er das, macht er oder geht er ein großes Risiko ein, weil Knuddler wäre auch ein Play hier von mir. Aber nein, er geht in Zoroa. Und lässt den so ziemlich abwerfen. Also ich meine, Erdbeben killt nicht, aber ist dann auch nicht mehr wirklich krass so. Also Knuddler wäre auch eine Option von mir gewesen, ja. Aber der kann halt missen. Und Tarnpignon will ich ein bisschen besser schädigen, wenn er es reinholt. Also ja, habe ich mich dafür entschieden. Okay, Zoroa. Kannst hier einfach Abschlag oder so drücken. Das ist natürlich so die Sache. Das heißt, wir werden uns jetzt dafür einfach entscheiden, den abzuwerfen. Und gehen auf Knuddler, falls er hier doch nochmal irgendwie weird rauswechseln möchte. Aber nein, er geht auf Abschlag. Damit ist Snubbull weg. Und das ist schon mal wichtig zu wissen. So, Illikit hat Voltwechsel eingesetzt. Er hat kein Leben abgezeigt. Das heißt, vielleicht Wahlschall. Könnte das sein? Konnte ich am Schaden erkennen, ob das Specs ist? Ich glaube nicht. Volt Switch hätte mehr Schaden gemacht. Das könnte echt Wahlschall sein. Ich habe mir mal den Wahlschall notiert. So. Ich habe hier tatsächlich nicht viele Optionen, weil ich nirgendwo das Item verlieren möchte. Eigentlich ist mein bester Play hier einfach auf Okodo gehen und Tempo Heap drücken. Ja, einen groß anderen Play habe ich nicht. Ich meine, ich könnte jetzt hier predicten, dass er in Monozyto reingeht und den vielleicht noch behalten möchte. Mache ich das, ist nur die Frage, ne? Gehe ich dieses Risiko ein? Ich meine, Timber mit Abschlag, wie viel macht der denn auf Monozyto? Ich glaube nämlich nicht, dass ich ihn besiege, nachdem, also wenn ich jetzt auf Tempo gebe und dann gehe und dann auf Abschlag gehe. Ja, die Kombination könnte in der Theorie ausreichen, ne? Je nach Set, was er halt ist. Ha, gehe ich auf Abschlag? Will er überhaupt dieses Risiko eingehen oder nicht einfach das Ding hier abwerfen? Das ist so die Frage, die ich mir jetzt hier gerade stelle. Der Abschlag ist halt noch praktisch. Ich könnte mir vorstellen, dass er den behält. Ich gehe auf Abschlag. Weil Tempo Heap ist so offensichtlich. Ich meine, ich verliere hier möglicherweise mein Item. Was blöd ist, weil der Evolit wäre praktisch, um mehr zu tanken. Aber es sollte nicht das Ende der Welt sein. Und wenn ich jetzt hier auf seinen Switch-In einen Abschlag raufbekomme, ist das halt richtig, richtig wichtig und bringt mich sehr voran. Und er wechselt raus. Sehr gut. Vor allem habe ich diesen Play, also der letzte Gedankengang, der mich dazu geführt hat. Alter, perfekt. Okay, erstmal möchte ich sehen, was das für ein Set ist. Also sieht jetzt erstmal den Evoliten. Aber ich erkläre euch gleich den letzten Gedankengang, der mich dazu geführt hat, diesen Play zu machen. Und Beerensaft. Okay, sehr praktisch. Und zwar hat er im letzten Kampf gegen Ele Zoroa bei ähnlichen KP, nein, nicht bei ähnlichen KP, bei nicht so vielen KP, da hat er schon Chip bekommen, rausgewechselt, obwohl es auch verbrannt war und so, weil ich dachte, okay, der Tiefschlag wäre praktisch. Und hier denke ich mir in diesem Kampf, ich glaube, der Abschlag ist sehr praktisch für ihn. Und ich glaube, deswegen will er den behalten. So, und das ist natürlich jetzt sehr nice. Jetzt können wir mal schauen. Beerensaft ist schon mal eine interessante Sache. Also eine interessante Information. Tempo wird natürlich nicht ausreichen, ne? Das ist das Problem. Er hat aber auch kein Leben Orb, das heißt, ich glaube, er würde mich noch nicht mal killen. Ich guck gerade mal. Na, er könnte mich in der Theorie killen. Ich glaube nicht, dass ich das unbedingt eingehen muss. Ah, schwierig, schwierig. Ich könnte auch auf die Kehrtwende gehen, aber ich weiß nicht, ob er das wirklich eingehen möchte. Ja, ich glaube, dass ich tatsächlich in Magnetilo gehe. Ja. Ich glaube, dass Magnetilo hier der Play ist. Ja. Ich glaube, Magnetilo kommt hier jetzt rein. Praktibike ist noch super praktisch. Okay, gut. Ja, das ist jetzt halt schwierig. Was soll jetzt sein? Orkan, okay. Es misst. Unlucky, aber mach's halt nicht. So, Problem ist jetzt hier folgendes. Die Tarnsteine liegen ja. Das heißt, meine Robustheit ist angeschwächt. Weshalb er jetzt hier auf die Hitzewelle gehen könnte.
und eine 68,8%ige Chance hat, mich zu besiegen. Und das ist nervig. Und er ist halt schneller normalerweise. Das heißt, ich könnte jetzt überlegen, auf Ausdauer zu gehen. Ich glaube, ich mache das auch tatsächlich. Ja, wir gehen auf Ausdauer. Okay, Ausdauer kommt. Sehen wir hier die Hitzewelle und dann hoffentlich keinen Burn. Alter, ein Burn wäre ganz kritisch. Raub! Komplett outplayed, Alter. Er hat mich komplett outplayed. Was ein insane guter Play von ihm. Was ein insane guter Play. Muss ich hier mal ihm sagen, weil ich hätte nicht gedacht, dass das Ding Raub kann. Damit habe ich ja nicht gerechnet. Ist jetzt auch nicht in einem Standard-Set oder so drin. Das hat er echt gut gemacht. Das heißt, er kann jetzt hier auf die Hitzewelle gehen und den Jungen hier besiegen. Und das ist durchaus ein Problem für mich. Das ist ein riesiges Problem und echt so ein Game-Changer. Ah, das gefällt mir gerade gar nicht. Weil der Junge ist gefährlich. Kann ich jetzt auf Hitzewelle gehen? Oh, das ist schwierig. Warte, Raub. Und Orkan. Naja, wird er immer noch sowas wie Draco haben. Und die Hitzewelle halt, ne? Ganz, ganz schwierige Kiste gerade. Ich glaube, es bringt mir aber auch nichts, hier groß rauszuwechseln. Ich glaube, ich gehe hier einfach auf die Lichtkanone tatsächlich sogar. Die Kehrtwende kommt. Interesting. Also vielleicht doch keine Hitzewelle. Kehrtwende. Kehrtwende, Kehrtwende. Also, FM. Ja, das Ding ist, wie gesagt, ein problematisches Pokémon für mich. Jetzt auch wieder bei vollem KP nervt mich das umso mehr. So, Orkan, Raub, Kehrtwende. Das heißt vielleicht noch den Draco oder so, ich weiß es nicht. Was wechselt er aber jetzt in die Lichtkanone rein? Wahrscheinlich opfert er jetzt hier so, zur Ruhe. Das kann ich mir sogar vorstellen, dass er es jetzt opfert. Oder geht ein Elekid vielleicht rein? Das wäre auch eine Option von ihm. Elekid hat keine Möglichkeit, Elektroattacken zu absorbieren, aber ein Voltwechsel resistet er und auch eine Lichtkanone. Ja. Das ist jetzt gerade schwierig, das ist gerade echt schwierig. Okay, Tarnpignon kommt rein. Aber hat er echt was Gutes gemacht mit dem Raub? Ich überlege halt, wenn ich auf Lichtkanone in dem Moment gegangen wäre, wäre das zwar cool gewesen und so, aber hätte mir am Ende des Tages auch nicht so viel gebracht. Okay, er lässt ja ein bisschen anschippen, was nice ist. Wobei das auch eine gute Option ist, um mich auf dem zu setupen, ne? Muss man auch dazu sagen. Aber ich glaube, ich gehe einfach auf die Lichtkanone tatsächlich, weil Aufbereitung bringt mir jetzt hier halt nichts mehr, weil er Raub eingesetzt hat. Und so wie ich es verstehe, ne, ist das ähnlich wie bei Abschlag. Normalerweise sollte das Item, also sollte ich das Item nicht recyceln können. Ich schaue nochmal nach, weil vielleicht ja doch verloren ging oder durch Raub, blablabla. Dann kann Aufbereitung kein Item wiederherstellen. Ja, ich glaube, wir gehen einfach auf Lichtkanone, chippen den hier an. Ich meine, der hat Belebekraft und so. Aber trotzdem ganz guten Chip bekommen, vielleicht ein Spedef Drop oder so. Kraftreserve Boden kommt, okay. Also ich denke mal, dass es Kraftreserve Boden ist. Und damit ist der Junge hier leider weg. Okay. Die Frage ist nun, gehe ich jetzt für ein Belly Drum Setup oder nicht? Gehe ich jetzt für ein Belly Drum Setup? Ist das hier die beste Option gerade? Ich glaube vielleicht sogar schon. Aber ich habe jetzt alle Informationen, die ich brauche. Elekid. Gegen Magby. Belly Drum. Plus 6 macht Punch Kid auf jeden Fall. So, Tarnpignon, wie heißt der nochmal? Fungus, ne? Jetzt hat er HP Boden, aber Sludge Bomb ist halt genauso stark. Das heißt, eigentlich sollte er mich eben nicht so hart runterhauen, dass es schlimm ist, weil ich habe einen Bärensaft. Vergiftung wäre natürlich nervig. Die Tarnsteine kommen halt auch noch dazu. Aber nach Tarnstein besiegt er mich halt trotzdem nicht. Das heißt, jetzt ist es vielleicht der Play tatsächlich, mich zu setupen. Wir wissen nämlich, dass wir schneller sind als Neubett. Das könnten wir nämlich nochmal nachschauen. Neubett plus 6. Thunder Punch sollte nämlich ausreichen. Ja, egal wie bulky der ist. Selbst wenn er einen Evoliten hat. Ja. Das sollte tatsächlich reichen. Das heißt, ich glaube, wir gehen jetzt hier fürs Game. Ich werde jetzt versuchen zu gewinnen. Wenn das nicht klappt, haben wir ein Problem.
haben wir ein ganz, ganz großes Problem. So, Bauchtrommel kommt dann. Dann aktiviert sich Beerensaft. Dann kommt die Matschbombe. Dann müssen wir halt hoffen, dass wir keine Vergiftung bekommen. Wenn wir keine Vergiftung bekommen, könnten wir hier tatsächlich gewinnen. Und wenn er hier rauswechselt, dann, Alter, dann sieht's insane aus. Okay, wir gehen auf die Bauchtrommel. Die kommt jetzt, macht natürlich uns auf 5 KP runter, aber dann aktiviert sich der Beerensaft. Er kann uns nicht mit der Pilzspore einschläfern, weil wir die Fähigkeit Vital Spirit haben. Und er geht auf die Pilzspore, er macht den Missplay! Er macht den Missplay! So wichtig, so wichtig! Keine Vergiftungschance! Wir können auf Feuerschlag gehen. Er macht den Missplay. Ich hab die Munterkeit. Natürlich habe ich die Munterkeit. Was Schlaf komplett blockiert. Deswegen ist eben dieser Gameplan aufgegangen gerade. Weil mein Plan von Anfang an war, Magby gegen dieses Ding setupen lassen und versuchen zu gewinnen. Eigentlich auch noch die Tarnchen rausholen, aber das macht hier keinen großen Unterschied mehr. Weil ich weiß, dass er keinen Walschal FM spielt. Ich weiß, dass er keinen Fokusgurt auf irgendeinem Pokémon hat, außer vielleicht Monozyto. Das wäre so das Einzige, aber Fokusgurt Monozyto wäre irgendwie super weird. Und Elekid, wenn er Gewalschal ist, ist es mir egal, weil Tempo Heap killt. Nur Tempo Heap F hätte FM nicht gekillt und Walschal wäre halt schneller. Deswegen hatte ich davor noch ein bisschen Angst. Aber jetzt sind wir in einer sehr guten Situation und könnten das möglicherweise jetzt hier mit Bauchtrommel Magby reißen und komplett gewinnen. Wenn ich nicht irgendwas außer Acht gelassen habe. Wie gesagt, Fokusgurt Monozyto wäre noch irgendwo ein Gedanke, aber ganz ehrlich, wieso sollte man Fokusgurt auf einem Monozyto spielen? Das weiß ich nicht. Killua kommt rein, okay. Das ist Elekid, das ist sein Walschal-Nutzer. Und wir haben natürlich Tempo Heap und wir werden auch auf Tempo Heap gehen, das ist sowas von klar. Und Tempo Heap sollte ihn killen. Und damit ist Killua down. Wichtig! Und das sollte ein GG sein. Ich weiß nicht, wer das jetzt noch gewinnen kann. Er hat einen krassen Missplay gemacht, indem er auf die Pitchbombe gegangen ist. Weil, wenn er auf die Matschbombe gegangen, hätte er erstmal die Vergiftungschance gehabt und natürlich die Crit-Chance wäre auch noch so eine Sache gewesen. Und das ist etwas, was durchaus gefährlich gewesen wäre. Wir gehen hier nebenbei auf Donnerschlag. Das sollte den hier besiegen. Ja. Deswegen. Also, trotzdem hätte ich dann immer noch solide Chancen gehabt zu gewinnen, immerhin eine 70% Chance, weil wenn er keine Vergiftung bekommt, passiert genau das gleiche. Weil ihr seht ja, er kann mich nicht anschippen, er hat keine Priorität oder so. Wir gehen jetzt hierbei, wo er auf Feuerschlag und besiegen das Ding jetzt hier. Aber er hätte halt die Vergiftungschance gehabt und dann hätte ich jetzt nicht sweepen können, aber ich hätte trotzdem halt 2-3 Mons besiegen können. Vergiftung im Little Cup ist weird, aber ich glaube, ich hätte schon, also 2 Mons hätte ich auf jeden Fall besiegen können. Okay, damit ist das tatsächlich ein GG. Es ist aufgegangen, mein Gameplan, den ich im Vorfeld formuliert habe. Und damit gewinnen wir das Ganze 4-0. Und jetzt geht erstmal eine Last von meinen Schultern, weil jetzt stehen wir auf jeden Fall ein bisschen besser da in der Tabelle, haben gute Chancen auf die Playoffs. Trotzdem möchte ich nächste Woche gewinnen, wobei es nicht einfach wird. Mo ist ein sehr starker Spieler, beziehungsweise hat er auch ein sehr starkes Team, vor dem ich sehr viel Angst habe. Also generell das Gesamtpaket wird nächste Woche sehr heavy. Aber vielleicht sind wir so oder so in den Playoffs. Könnte sein, je nachdem wie Liam spielt, dann sind wir vielleicht sogar safe in den Playoffs. Danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Bewertungen und Kommentare sind sehr gerne gesehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.